Welcome to EA Sports PGA Tour Golf. EA Sports and the Korn Ferry Tour are proud to showcase the finest young golfers from around the globe. From the home of three major championships, Riviera Country Club, it's live opening round coverage of the California Classic. This promises to be a fun 4 days, a lot of storylines to get to as we check out the early leaderboard. Some good names up there, including our leader. Starting off here at Riviera Country Club with a reachable par 5, the 503-yard first. Tee box stands some 80 feet above the fairway. With a good drive, birdie is a good possibility. Servus zusammen und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge EA Sports PGA Tour hier bei mir auf dem Kanal. Und wir spielen das dritte Event auf der Korn Ferry Tour. Wir sind jetzt in Kalifornien und zwar im Riviera Country Club. Und lasst uns mal ganz kurz aufs Leaderboard schauen. Denn im Moment steht es minus 4. Mr. Rogers ist today auf minus 4 Rad, ist allerdings auch erst an der 11 angekommen. Und wir schlagen, glaube ich, relativ spät ab, 9.24 Uhr. Naja, wir werden sehen. So, Freunde, lasst uns loslegen. Korn Ferry Tour, wir wollen wieder Punkte machen. 500 Punkte gibt es auch für dieses Event. Und es ist natürlich auch wieder gut besucht mit 144 Spielern. So, ich freue mich jetzt ein bisschen darauf. Ich sage jetzt einfach mal, einen normalen Platz wieder zu spielen, nachdem ich Wolf Creek hinter mir gelassen habe. Das Besondere hier an dem Platz ist, wenn ich mich richtig erinnere, hier gibt es im Prinzip kein Wasser, keine Wasserhindernisse, also jetzt keine Seen, Teiche oder ähnliches. Ja, also das heißt, wir werden heute oder auf diesem Event keine Wasserbälle höchstwahrscheinlich spielen. Okay, lasst uns gleich loslegen. Hier die erste Runde und dann schauen wir mal, wo wir landen. So, die erste Bahn ist ein Par 5 mit 511 Yards und wir schlagen von einem erhöhten Abschlag aus. Und der Wind ist ja mit 8 Miles per Hour relativ moderat. Damit können wir ganz gut arbeiten. So, es geht auch ein bisschen, wie gesagt, runter, aber es sieht nicht so aus, als würden wir, glaube ich, mit dem Drive bis hier über die Straße kommen. Lasst es uns einfach versuchen. Ich wünsche uns ein schönes Spiel. Ja, das war zu erwarten, dass er kurz vorm Weg liegen bleibt. So, wir liegen im Fairway und haben 205. Das ist ein Eisen 5, sagt jedenfalls unser Caddy, der diesen Schläger empfiehlt er uns. So, die Fahne steckt hinten. Wir haben Wind von links. Wir nehmen trotzdem ein Eisen 6 und ich würde den mit dem Wind reinfaden. Lass uns mal kurz gucken. Das Grün fällt leicht nach rechts ab und ich sehe aber jetzt keinen Hügel oder irgend sowas oder einen Slope. Ja, lass es uns einfach mal so probieren und dann schauen wir mal. Okay, na, wir nehmen die Windunterstützung, wir machen gar keine extra Kurve, werden aber etwas höher anspielen. Ja, wobei der Sechser müsste ja eigentlich relativ schnell zum Liegen kommen. Im Gegensatz jedenfalls zum Fünfer. So, okay. Ja, doch, er rollt jetzt ein bisschen rechts weg, oder? Ah, das ist schon okay. Wow, what a nice way to start the day, Frank. Straight out of the gate and the barn door is officially open. Doesn't look like a lot of movement to this one. It's for Eagle. So, es geht 9 Inches nach oben. Das heißt, wir müssen wieder hier ziemlich nach oben schlagen oder putten. Okay. Ansonsten ist die Kurve relativ, das Break relativ. Also zuerst geht es natürlich nach links und dann vorne haben wir ein bisschen die Gegenbewegung nach rechts. Aber da wir ja schnell unterwegs sind, zumindest am Anfang, wir geben noch ein bisschen mehr mit. Ja, so wild ist es gar nicht, aber ich gehe trotzdem noch ein kleines bisschen mehr. So, und jetzt wieder rüber, 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 rüber. Ah, schade. The speed was right what you want, but the eagle putt doesn't go down.
So, da war dann doch das Break von rechts nach links etwas stärker als gedacht. So, das dürfte jetzt, oh ja, doch ein bisschen müssen wir aufpassen. Okay, a well-played hole there. It is birdie to kick off the round. And he will very quickly move to one under par. Ja, ein paar Fünf am Anfang ist immer dankbar. Next up, the number one handicap holder, Riviera, the 471-yard par 4 second, playing into the prevailing ocean breeze, making it play that much longer. Par is a very good score here. Ja, ein paar Fünf ist immer ganz gut so für den Anfang. Da hat man die Möglichkeiten, doch auf jeden Fall ein Pärchen, wenn jetzt sogar ein Birdie zu spielen. Oh, jetzt haben wir doch Wind hier ziemlich nach links. Ja, da müssen wir auf jeden Fall den Ball reinfaden. Das hilft nichts. Da müssen wir kräftig dagegen arbeiten. Nicht, dass wir da vorne an den Bäumen hängen bleiben. Ja, okay. Wieder ein bisschen zurück hier. So, der Schwung war eigentlich relativ gut, die Schwungebene, und er landet auf der richtigen Seite. Sehr schön. Und macht noch ein paar Meter. Jo, 302 Yards, das ist eigentlich ganz ordentlich für uns, für unsere Verhältnisse. Noticeable breeze coming right to left as he eyes his second. Oh, okay, der will ein Hybrid, dass wir ein Hybrid spielen. Wenn wir einen Fünfer spielen, müsste er doch da reinrollen. Okay, rechts ist ein Hang, da müssen wir ein bisschen aufpassen. Wenn der natürlich in den Hang geht, dann springt er unheimlich nach links rüber. Hm. Und es geht ein bisschen nach oben. Ich meine, vorhin der Sechser hat eigentlich auch gut gepasst. Und das Fünfer wird definitiv mehr rollen. Ich versuche trotzdem rechts vom Stock zu bleiben und etwas höher anzuspielen. Okay, naja, okay. Aber ich hoffe, er wird doch auf dem Grün bleiben. Ah, und da kommt auch ein bisschen die Welle hoch. So, jetzt bleib liegen, bleib liegen, bleib liegen. Fringe. Okay. Certainly had enough power, just didn't have any touch. So, aber wir sehen auch jetzt wieder von der Länge gut. Gute Länge gehabt. So, er möchte, dass ich chippe. Warum eigentlich? So, der Putt ein Inch nach oben. Ein bisschen mehr machen wir trotzdem. Aus dem Fringe heraus machen wir noch ein bisschen mehr. Eigentlich müsste sich da wenig tun. Da vorne bricht er ein bisschen nach rechts. Aber wenig. Komm, lauf. Jetzt bricht er nach rechts. Oh Mann! Schade, schade. Auch das war wieder eine gute Chance. Das sah überhaupt nicht so aus. Das verstehe ich jetzt auch wieder ein bisschen nicht, weil die ganze Zeit ist es so. Also von dieser Seite aus denkt man die ganze Zeit, es müsste nach links brechen. Naja, okay. Bisschen mehr Speed vielleicht. That finished off for par, here the second. And he'll remain in red figures at one under. Moving now to the 434-yard par 4 third at Riviera. Best way to attack here is to carry that fairway bunker on the left to set up a good angle on your approach. So, hier wollen wir natürlich mal schauen, dass wir nicht gleich von Anfang an wieder dem Feld hinterherlaufen, sondern dass wir gleich vorne mitspielen. Und natürlich wäre es auch super, könnten wir gleich unser erstes Tournament gewinnen, allein wegen den 500 Punkten. Also deswegen heißt es hier das Ziel diesmal wirklich mitspielen, angreifen und auf Sieg gehen. Nicht so wie in Wolf Creek. Da mussten wir ja eigentlich die ganze Zeit hinter dem Feld herlaufen. Okay, auch hier wieder ein leichter Fade. So, das war so ein bisschen der Double Cross. Okay. Narrow fairway here at 3, but that'll be in a great spot. 119 Yards zum Loch, das müsste sein, ein Wedge, ein 54er, ah, ein 50er. Down on the course, let's check in with Nota Begay the third. He's got 115 yards to the front, 119 to the hole. The pin is stuck in the front right section of the green.
So, okay. Wir haben Rückenwind. Das 50er wird nicht allzu viel Spin drauf kriegen. Okay. Ein bisschen kürzer. Ja, ja. Der Wind ist dann doch bemerkbar. Wir schauen nochmal. Aber im Bunker soll er auf keinen Fall landen. Hm. Trotzdem ein bisschen mehr rechts. Im Zweifel landet er. Ich denke, da ist so eine Welle. Ja, okay. Das soll der doch hinkriegen. So viel lange länger kann er ja eigentlich gar nicht werden auf diese Entfernung. Gap wedge in the air. Coming in just a bit from the left, but nicely done. Überhaupt gar keinen Spin. And a good approach shot, just not quite as close as what you'd like, but still solid. This is in the 30-foot range here. It's for birdie. So, es geht auch wieder berghoch, 6 inches. Das heißt, auf jeden Fall 2 bis 3 Kästchen. Okay. Okay, so, jetzt haben wir auch wieder so ein bisschen Break. Bis jetzt waren das alles einfach oder relativ moderate Breaks, also noch nichts Gewaltiges. So, vorhin war er doch ein bisschen weiter links, ne, auf die Länge hin. Okay, über 30 Fuß, dann versuchen wir es mal so. Naja, der geht auch wieder links vorbei. I nearly had it. Just gonna wander a foot or so by. So sind im Moment ja, glaube ich, alles relativ gute Putts. Also wir kommen einigermaßen gut mit den Grüns zurecht. And he'll remain at one under par. Well, this is just a great par 3. 236 yards, the fourth hole. And as they like to say on tour, you can't fake this one. This will take your best shot, and you'd be happy with a 3 here. So, was von der Entfernung zeigt er uns dann an für dieses Par 3? 242, und deswegen hat er ein Holz in der Hand. Wieso sind es immer so Wahnsinnslängen? Abartig. Okay, wir müssen auf jeden Fall von rechts reinkommen, auch wegen dem Wind. Und wir werden eher ein Hybrid schlagen über rechts, weil er, wie gesagt, ja auch deutlich Windlänge mitkriegt. Ja, so wild ist es gar nicht. Das ist eher die Länge als die Kurve. Nochmal schauen. Naja, wenn wir jetzt genau hier reinkommen, dann ist die Hoffnung, dass er natürlich in den Slope und bremst. Okay. Müssen wir uns alles ein bisschen merken. Eisen 4. Das wäre das Hybrid. Das ist mir viel zu lang mit dem Wind. Okay. Aber wir haben wieder das Problem, dass wir den natürlich fast nicht zum Liegen kriegen. Okay, dann halt ein bisschen so. Ach du Schande, Herzschlagmoment. Was wird jetzt passieren? Ladies and Gentlemen, was passiert hier? Schade, schade, schade. Da hatte ich doch fest schon damit gerechnet, dass wir vielleicht endlich ein Hole-in-One spielen, so wie ein guter Member der Community, der mir sein Video geschickt hat. Das werde ich hochladen, damit ihr auch dran teilhaben könnt an einem Hole-in-One. Das war es leider hier noch nicht, aber wir werden unser nächstes Birdie spielen, da bin ich mir relativ sicher. Und wir notieren uns auf jeden Fall bei Rückenwind. Eisen 4 ist hier der richtige Schläger für diese Pin-Position. So, jetzt ein bisschen aufpassen. Gut. So nearly a hole in one, but this the next best thing. Tap in birdie here at the par 3. You can see here at the par 4 fifth, there's a lot going on. It is one of the most interesting holes at Riviera, that canyon wall and out of bounds on the right. Then you have the trees down the left.
But what really makes this hole distinctive is that grass mound cutting into the fairway just short of the green. So, den Riviera Country Club, den kennt man eigentlich, den sieht man jedes Jahr. Auf der PGA wird dort gespielt, aber ich muss ehrlich sagen, ich habe jetzt hier keine Proberunde gespielt. Ich spiele den jetzt auch hier zum ersten Mal und deswegen muss ich mir das auch immer ein bisschen notieren, was wir gespielt haben. Wir schauen mal ganz kurz, wie es im Moment aussieht auf dem Leaderboard, denn mit minus 2 sind wir im Moment geteilter Dritter. Und ist denn schon der Erste im Clubhaus? Nein, hier an der 15, an der 17, okay, minus 6 für den Tag im Moment, okay. Da bin ich mal gespannt, wo wir am Ende dann liegen werden. Sehr schön, das gefällt mir. Wir schauen hier auf die 5, 427 Yards, ein paar 4. Auch hier hat man dann wieder diese, okay, 276 Yards, 400, das sind dann nochmal 150. Ich überlege gerade, ob es Sinn macht. Jetzt habe ich nämlich nicht aufgepasst, hier drüber zu gehen, dass man dann schaut, dass der Ball drüber rollt. Wir machen jetzt Folgendes, weil wir haben doch ziemlich Gegenwind. Wir werden das Holz spielen. 251, 427, okay, dann haben wir auf jeden Fall ein Eisen 5 oder etwas ähnliches und wir haben eigentlich keine Bunker. Die Bunker sind links vom Grün. Wir werden das Ganze so anspielen und dann uns und dann hoffen, dass uns der Wind ein bisschen hilft. Ja, ich muss jetzt gerade, sehe ich, da oben sind ein paar Äste. Ah, okay, dann werden wir das so probieren. Was macht das Holz? Das ist okay. Sehr schön. Und es rollt noch vorne hin. Ja, da wären wir mit dem Driver hingeblieben. Ja, 147, Eisen 7 oder Eisen 8. Ach, 9er sogar. Sehr schön. Left himself with 147 to the hole. Wind is helping from behind, so you can take a little less club. Ja. Genau, wir müssen mindestens ein Eisen weniger nehmen, da bin ich mir auch ziemlich sicher. So, mal schauen. Ja, und wir müssen auf jeden Fall deutlich weiter rechts reinkommen, weil sonst rollt er uns runter. Ich meine, das Pitching Wedge müsste ja schnell zum Liegen kommen, da müssen wir eigentlich nichts extra machen. Denke ich mal. Naja, und das ist natürlich auf die Entfernung, macht der Wind auf jeden Fall was aus. Okay. Und liegen bleiben. Ah, aber dann können wir putten auf jeden Fall. Ja, ist er doch weiter links rüber geflogen, als ich dachte. Vielleicht, weil wir ein bisschen unter dem Ball stehen. So, ich würde gerne den Chip vermeiden. Den Chip vermeiden wir. Es ist Level und ziemlich von links. Okay, das heißt, wir machen auf jeden Fall etwas mehr. Ja. Vorhin ist er uns auch schon wieder unten durchgerollt, ne? So. Ja, komm, komm. Ah. Bisschen mehr. Doch hätte ich etwas bisschen mehr schlagen sollen. Ja, uns fehlen halt jetzt doch wieder ein bisschen so die Zentimeter, ne? Aber wir wollen es nicht beklagen, obwohl doch auch bei dem Fast Hole in One haben uns ein bisschen die Zentimeter gefehlt. That one finished off. It is a part here at 5. And he'll stay at 200. So. Now to the sixth, affectionately known in some circles as the donut hole. And it's easy to see why. One pot bunker dead in the center of the green. And that's the genius of the hole, as it takes away the safe spot and forces you to play target golf. So, jetzt ist interessant, zwei Dinge. Zum einen haben wir hier sozusagen das Signature Hole vom Riviera Country Club und das ist eben dieses Grün, auf dem oder in dem mittendrin auch ein kleiner Bunker ist, was eben heißt, liegt man auf der falschen Seite, dann kann man natürlich nicht durch den Bunker putten und ich habe es ja schon mal gesagt, was man überhaupt nicht gerne sieht, ist, wenn man ein Eisen nimmt, ein Wedge oder ähnliches, um dann auf dem Grün zu spielen, um zu chippen oder zu pitchen, also das macht man überhaupt nicht. Also deswegen ist es hier ganz, ganz wichtig, dass wir natürlich versuchen, die richtige Seite des Grüns anzuspielen und der Wind,
sehen wir, geht ja auch, kommt von links, das wird uns helfen. Auf der anderen Seite sehen wir auch, dass hier jetzt diese berühmte Linie jetzt hier orange wird. Das heißt, wir würden hier höchstwahrscheinlich da vorne an diesem Ast hängen bleiben. Also, das passt. Das ist sowieso gut, dass wir den Wind so haben. Jetzt müssen wir mal schauen. Es sind 191 Yards. Wir haben Mitwind. Also müssen wir auf jeden Fall ein Eisen weniger nehmen. Bei 7,8 macht das ganz schön was aus, haben wir ja vorhin auch gesehen. Mindestens ein Eisen weniger. Und wir werden den natürlichen Eisen 7, na doch, das bleibt eigentlich auch relativ schnell liegen. Es drückt alles ein bisschen nach rechts rüber. Wir machen jetzt trotzdem noch ein bisschen mehr links und hoch anspielen. Ja, noch ein bisschen rüber. Ich habe die Befürchtung, dass der mehr rüberzieht. Ja, ein bisschen verrissen, ein bisschen überdreht. Aber ich glaube, das dürfte ganz gut sein. Okay, that's safely aboard and it would appear that this is going to be a straightforward putt with no interference from that bunker, thank goodness. Look here at birdie. So, es geht diesmal bergab. A little right to left break here, just because it's a downhill putt, but ja, it shouldn't be that much. Right to left. Okay. Am Anfang weniger und dann auf den letzten, also das erste Drittel weniger und die letzten zwei Drittel, da bricht er doch viel. So, bis jetzt ist er uns immer unten durchgebrochen. Es geht bergab, das heißt, er kriegt ein bisschen Speed ja mit. 14 Fuß. Ja, zu wenig. Oh. Als wären die Löcher zugenagelt. Es darf nicht wahr sein. Immer über die Kante irgendwie rüber. Immer knapp, immer Zentimeter. Also man muss natürlich ganz klar sagen, hervorragend, wenn sowieso alles so knappe Dinger sind, weil wir machen doch, wir putten verhältnismäßig gut, muss man einfach so sagen. Das war natürlich in Wolf Creek etwas anders. So. Gut. Aber man muss auch eben sagen, der Putter ist noch nicht richtig heiß gelaufen. Da fallen noch nicht die Birdies. Moving on to the seventh 408-yard par 4 with a massive bunker running down the left side and a barranca down the right. Fairway narrows considerably at the 270-yard mark, so accuracy off the tee critical. So, ein paar 4 mit 404 Yard, das ist eigentlich relativ. Wir müssen aber natürlich schauen, dass wir hier nicht in den Bunker reinkommen. Das wäre nicht so gut. Und wir müssen auch schauen, dass wir nicht zu weit rechts sind, sonst haben wir nämlich ein Problem mit den Bäumen. Gut, im Prinzip kommt ja, ach guck an, hatten wir da nicht gerade so ein, ah da haben wir doch was, also das heißt, ja da bleiben wir glaube ich, ihr, ah ja genau, da bleiben wir dann hängen. Okay, sehr schön. Mit dieser neuen Farbe, mit diesem neuen Hinweis. Also der Wind kommt eigentlich gegen uns und drückt den Ball nach rechts. Okay, dann werden wir das Ganze halt noch ein bisschen mehr faden. So, okay. Und dann sollte er doch eigentlich hier an den Bunkern, wenn überhaupt, vorbeilaufen. So, ja. Das sollte passen. Ah, bisschen zu viel. Jetzt läuft er uns unter den Baum. Das ist nicht gut. Mm. Ja, da passt auf jeden Fall der Gesichtsausdruck. Yes, he's left himself 140 yards to the flag. Ball sitting in the rough, needs to be careful of that flyer. Ja, und das ist genau das Problem. Ich sage das Stichwort Flyer. Das heißt, wir werden keinen Spin auf dem Ball haben. 90 bis 98. Deswegen hat er uns jetzt auch ein Eisen 9 in die Hand gedrückt. Ein Pitching Wedge. Aber wir haben eigentlich viel Grün zum Anspielen. So, der Wind kommt von links. Das heißt, wir können eigentlich... Ja, jetzt sehen wir es gerade. Ja, ja, ja. Der Wind kommt von links. Das hilft uns.
Wir müssten eigentlich sehr weit links anhalten. Die Frage ist halt, ja, er wird halt eben nicht groß zum Liegen kommen. Wenn wir jetzt natürlich das Wedge nehmen, dann fehlt uns höchstwahrscheinlich genau dieser Schläger. Hoch anspielen von links. Ja. Noch ein bisschen mehr. Okay. Ah, das Grün ist auch erhöht mit 12 Fuß. Das wird sich auch bemerkbar machen. Okay. Locker durchgeschwungen. Der Ball fliegt hoch und landet aber leicht hinterm Stock. Aber sehr gut auf dem Grün. Er bleibt liegen. Ja. Soweit alles erstmal wieder richtig gemacht. Und jetzt wäre natürlich wieder ein Birdie sehr schön. Es geht bergab. 8 Inches. Oje, oje. Okay. Der kriegt ganz schön Speed. Aber er hat wenig Break. Jetzt komm mal. Oh. And he's got it to 3 under now, just 2 back. Well, great design. And Riviera, everyone agrees, is one of the best designs in the world. Great design makes you think. It gives you options. So, what do you do here at this 433-yard par 4 8th? You gonna go left side or right side? Take your pick. So, hier auf dieser Spielbahn sieht man sehr, sehr gut. Ich habe ja vorhin angedeutet, es gibt hier eigentlich keine Wasserlöcher oder Wasserbahnen. Aber hier, das sind sozusagen so angedeutete Wasserläufe, die aber mehr oder weniger ausgetrocknet sind, beziehungsweise dann hier als Bunker angedeutet sind, beziehungsweise Bunker angelegt sind. Also das heißt, es sind so Waste Areas und theoretisch müsste es so sein, dass man in diesen Bereichen, da darf man den Schläger aufsetzen. Bei einem Waste Area darf man meines Wissens den Schläger aufsetzen und kann also ganz normal schwingen und auch einen Probeschwung machen. Das geht natürlich in den Bunker nicht. Da darf man den Schläger nicht vorher aufsetzen. Da darf also nicht den Sand berühren, sondern erst im Moment sozusagen des Schlages. Okay. Ein Paar 4 mit 429. Jetzt ist natürlich das Spannende und Interessante. Will man da über die rechte Seite gehen, dann wird es natürlich eng und schmal. 276, 429. Es ist ja dann ein relativ leichter oder kleiner Schlag. Und hier drüben haben wir auch noch hier einen Bunker. Okay, dann müsste man eigentlich schauen, dass man irgendwo hier landet. Das ist natürlich so ein Präzisionsding und bei dem Wind ist das natürlich nicht so einfach. Jetzt schauen wir nochmal auf der rechten Seite. Ja gut, dass man da halt nicht im Waste Area landet. Hier müsste man eigentlich 251 in Holz schlagen. Na gut, wir haben Gegenwind. Wir schauen uns das Ganze mal an. Ja, dann werden wir das Ganze ein bisschen drawn, dagegen drawn. Dann müsste es doch funktionieren. Ja, nimmt die Kurve leicht an, das ist gut, das passt und wir liegen da, wo wir liegen müssen, im Fairway. Tempo to that swing and this is going to wind up squarely in the fairway. Yeah, that's a good shot. Decided to go for the right side fairway and that's in good shape. Now note his second from the fairway. 157 yards left, pin sitting in the back left portion of the green. So, jetzt spielen wir gegen den Wind und das heißt eigentlich ein Schläger mehr. Eisen 8 möchte er schlagen. Wir können natürlich das Eisen 8 auch ein bisschen länger schlagen. Ja gut, vom Wind her drückt er ein bisschen nach rechts. Es ist natürlich auch ein bisschen weiter oben. Viel Luft haben wir nicht. Wenn er rechts vom Stock landet, dann ist es ja okay. Da haben wir genügend Platz. Okay. Also schauen wir nochmal. Das sollte soweit passen. Ist das lang genug? Jetzt schauen wir nochmal nach vorne. Ja, es sind ja alles relativ... Ich sage mal flache Grüns, wo sich wenig bewegt, also wo es eigentlich nicht so dramatisch ist, ob man rechts oder also vor der Welle, hinter der Welle oder ähnlichem.
Also gut, wir müssen schauen, dass wir lang genug sind. Und das Achter wird ja ein bisschen ausrollen. Ja, das ist nicht so verkehrt gewesen. Good shot. Safely on the green and a birdie chance. Ja, ist aber doch relativ schnell zum Liegen gekommen, das Achter. Sizable putt from 16 feet. So, Level. Ein bisschen mehr. Es bewegt sich am Anfang alles nach rechts und vorne wieder ein bisschen nach links. Das hatten wir ja schon mal an der 1 oder an der 2 irgendwo. Und dann hat es wieder nicht gepasst. Dann war es nämlich dann doch zu wenig. Also machen wir hier ein bisschen mehr, in der Hoffnung, dass dann doch das, was da vorne noch nach links geht, uns den Ball dann rüber drückt. So. Ja, das wird... Komm, komm, komm! Ja! So habe ich mir das vorgestellt. Hier, just before the turn, that's birdies now at 7 and 8. And he's going to move to 4 under par, just one shot off the top spot. We finish up the front side at Riviera with a 458-yard par 4 ninth, one of the finest par 4s in the game. A long straight drive. If he can manage it, we'll take the two fairway bunkers out of play. So, hier sieht man wunderschön natürlich das Clubhaus vom Riviera Country Club. Okay. Ja, 445. Wir müssen hier über den Bunker. Wir haben aber Gegenwind. Das geht ein kleines bisschen runter. Wir haben Gegenwind und er wird ein bisschen nach rechts drücken. Das heißt, etwas low, damit wir hoffentlich ein bisschen mehr Roll bekommen. Oh, der geht gleich rechts weg. Da haben wir ein bisschen wohl den Schwung verdrückt. Aber er bleibt auf dem Fairway. Das ist gut. 174. Eisen 7. Eisen 8, weil es berghoch... Eisen 7, ja, weil es berghoch geht. Beautiful look at the ninth with the clubhouse in the background. But players beware, severely uphill. Whatever club you select, add one more. Ja, wir müssen auf jeden Fall einen Schläger mehr machen, weil es geht nicht nur 31 Fuß nach oben, sondern wir haben kräftigen Gegenwind und wir müssen hier über den Bunker kommen. Zum anderen haben wir auch das Thema diesmal, ja, dass es hier bergab geht. Okay. Nee, nee, Eisen 6. Eisen 6. Ja, schauen wir nochmal, wenn der zu lang wäre, aber das wird er nicht sein. Ja, da haben wir jetzt hier die Welle. Wollen wir eher links oder rechts liegen? So, hier geht's da lang, da geht er rechts weg. Wir werden den ein bisschen faden mit dem Eisen 6. Und etwas hoch anspielen. So, er geht Richtung Fahne und bleibt im Bunker hängen. Ah, genau dieser Meter hat uns gefehlt. That's got to be disappointing. Good line in the fairway and the approach winds up in the bunker. So, jetzt haben wir natürlich einen ganz schön hohen Bunker. To fly it to the hole. Jetzt haben wir... Na, stopp, das wollte ich nicht. Jetzt haben wir einen ganz schön hohen Bunker. Wenn wir den Blast spielen oder den Pick hoch, dann müssen wir aber mit 7 doch ziemlich hoch spielen. Um da aus dem Bunker rauszukommen. Ja, man sieht wenig. Yeah, that'll do just fine. Had a pretty good run at that. And par should be pretty well within reach. Oh ja, da geht's schön runter. So, über links. Ach, interessant.
Sauber. It's in for par here at the ninth. And that will be a sizzling 31 on the front side, 4 under par. Up next, the 315-yard par 4 tenth. This may be the most beloved hole at Riviera, short par 4 that offers so many options. Certainly drivable, but only a perfect drive will hold this green. And a miss right will usually result in a bogey or worse. So, das war's also. Das war die erste Runde im Riviera Country Club und wir haben einen kleinen Quest erfüllt, nämlich an Sandsafe. Sehr schön. Es heißt, das waren die Front 9 und wir gucken mal auf das Leaderboard, denn wenn ich richtig gesehen habe, hat der Führende einen Schlag eingebüßt und da beziehungsweise die Ersten sind im Clubhaus. Die 66 steht im Moment, 69, 69, 70. So, also das heißt, wir spielen auf jeden Fall, so wie es aussieht, vorne mit und der Platz macht mir richtig Spaß. Also da können wir auf jeden Fall noch einiges reißen, wenn wir natürlich beim Putten noch ein bisschen mehr, ein Tick mehr, ich sag mal, ein glückliches Händchen haben. Ansonsten, die Scorekarte sieht sehr, sehr gut und sauber aus. Wir haben hier die Front 9 mit minus 4 gespielt. Und ich würde sagen, ihr dürft euch freuen auf die Back 9, denn da möchte ich gerne genau in dem Stil weitermachen. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch fürs Zusehen. Das war also das dritte Event, das dritte Tournament auf der Korn Ferry Tour, an der wir jetzt teilnehmen. Es gibt 500 Punkte für den Sieger und die würde ich gerne einheimsen. Round 1, Front 9, verpasst nicht die Back 9. Ich sage Dankeschön, bis zum nächsten Mal und wünsche euch wie immer ein schönes Spiel.